Der hat jetzt nicht den Kill-Cooldown, ich muss ihn killen, ey, geh mal weg, Jungs! Nein, hast du, Okay, Leute, ihr seht, ich bin aktuell noch im Freeplay-Modus unterwegs, um euch die Mod nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben auf jeden Fall eine Hitman-Rolle. Wenn wir diese Hitman-Rolle bekommen, dann haben wir unten links eine Waffe und wir können auf Equip drücken. Hier haben wir unsere Waffe. Wenn wir diese Waffe haben, können wir mit Q schießen. Also mit der Taste Q können wir schießen. Ich würde sagen, ich schieße mal übrigens ganz, ganz flott den Like-Button ab. Ich hoffe natürlich, ihr trefft ihn, Leute. Und trefft dabei natürlich auch den Abo-Button und aktiviert die Glocke. Schießt die mal so bam, 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 bam ab. Wenn wir die Waffe ausgepackt haben, können wir die auch theoretisch wieder verstecken. So, dann verschwindet die Waffe und wir können sie wieder auspacken. Wenn wir jetzt einen Spieler abschießen wollen, müssen wir mit dem Mauszeiger auf diesen Spieler zeigen. Und wir müssen dann die Taste Q drücken. Also, wenn ich jetzt Q drücke, seht ihr, bam, ich habe ihn einfach abgeschossen. In der Aufnahme, muss ich dazu sagen, haben wir das nicht so ganz gecheckt, dass man mit dem Mauszeiger auf den Spieler draufgehen muss. Aber wenn ihr vielleicht sogar schon einen zweiten Teil haben wollt, dann lasst fleißig Likes da. Wie gesagt, bei 10.000 Likes kommt noch ein zweiter Part. Also Leute, liken, was das Zeug hält und jetzt viel Spaß. So Leute, wir sind endlich in der lange angekündigten Hitman-Rolle unterwegs. Es ist also heute mal die Waffenmod und vielen Dank erstmal an Woody. Grüße gehen raus an dich. Und ja, Leute, was können wir mit der Hitman-Mod machen? Wir haben eine Waffe und können andere Spieler töten. Mega, mega cool. Aber bevor ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert, Leute, nehmt euch ganz kurz 2 Sekunden Zeit und lasst auf dieses Video 10.000 Likes da. Es würde mich wirklich mega, mega freuen, wenn wir die 10.000 Likes für diese besondere Mod schaffen würden. Und wenn ihr schon dabei seid zu liken, dann lasst doch auch auf Ehre ein Abo da. Hashtag Waffenmods in die Kommentare. Denn dann kann ich auch weiterhin solche Mods machen. Wo war die Leiche? Aber es ist ein Admin. Okay. Aber es war keine andere Person dort. Ist wahrscheinlich war vielleicht, weil du ihn getötet hast? Nein. Nein? Wahrscheinlich weggewintert. Ja, okay, komisch. Und einer hat die Türen zugemacht, weil ich in der Electrical eingesperrt war. Jetzt mal Real Talk. Also in Admin war die Leiche, du warst alleine dort und du sagst, es ist jemand weggewintert. Ja, weil die Türen waren zu. Ja, Jungs, dann haut mal raus, wo ihr wart. Ich war jetzt am Ende in Weapons. Ich war oben an Map Bay vorbeigelaufen, also Upper Engine war ich gerade oben. Okay. Ich war mit Diox Navigation. Wer war Upper Engine? Ich war Upper Engine. Von wo bist du gekommen? Von oben, Cafeteria, rechts okay, quasi. Das kann ich nicht bezeugen. Also die Tür war erstmal zu, dann ist sie aufgegangen, da wollte ich erstmal runter zum Medbay, aber da war die Tür auch zu und dann ist mir aufgefallen, da habe ich sowieso keine Task und dann bin ich weitergelaufen. Hä, und warum gehst du in Medbay rein, wenn du da eh keine Task hast? Ich konnte nicht reingehen. Ne, ich wollte da so reingehen, um zu gucken, ob da irgendwas liegt, aber die Tür war zu und da hatte ich keinen Bock mehr weitergelaufen. Hey, was soll da denn liegen? Eine Leiche? Ach so, okay. Also man darf sich auch umschauen, ne? Ja, ja, ich meine nur wegen Aufgaben an sich wäre es sinnlos, weil da kannst du einfach die Map öffnen und gucken, wo deine Aufgaben sind, aber okay. Ja, ja. Hä, wo ist sie jetzt einfach so random? es gab jetzt keinen Grund, überhaupt zu skippen. Keiner sagt was. Jeder sagt irgendwas, einfach geskippt. War mir zu viel jetzt. Pet, wo warst du denn? Pet, du hast nichts gesagt. Natürlich habe ich was gesagt. Ich habe gesagt, ich war in Weapons. Hör doch zu. Man kann theoretisch bestätigen, dass ich jetzt ein Storage und Kabel gemacht habe. Wo Storage? Hä, ich war da doch gar nicht. Hä? Ich habe irgendwer kann das bestätigen. Okay, es gibt das mal. Wie lost wir ohne Alex einfach sind. Ehrlich, was habt ihr getan? Haut doch nicht den Anwalt hier raus. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass ich momentan auch täglich Videos mache auf meinem zweiten Kanal, dem Kanal CPAD. Da kommen täglich Roblox-Videos online, deswegen schaut da auch sehr, sehr gerne vorbei. Link ist in der Beschreibung und jetzt aber können wir anfangen, Leute. Denn ihr seht, ich habe unten links eine Waffe und dort steht einfach mal Equip. Und wenn ich da drauf drücke, kann ich einfach meine Waffe rausholen. So, ich hole sie mal gleich am besten raus, nachdem ich hier die Lights gefixt habe. Und dann kann ich schießen mit Q. Also, ne, das ist ganz geil gemacht. Lol, was war das denn hier? Wer kam denn rausgerannt? Electrical war die Leiche. Okay. Wo lag die? Oben, Electrical. An den Aufgaben. Und da kam irgendeiner rausgerannt. Wer war das? Ja, der gibt's jetzt nicht zu. Ey, Faro, hast du nicht gesehen, wer rausgerannt ist? Nein, ich war gleichzeitig reingegangen in den Electrical. Wir sind reingegangen und wollten dann nur die Dings machen. Die Electrical Sache. Dies, wo warst du denn? Insecurity. Insecurity? Das ist aber sehr verdächtig, weil du die Person theoretisch hast. Ja, hätte ich machen können, ja.
Ja, aber was soll ich sagen, wenn ich ein Security war, war ich halt da. Boah, der Junge hört jetzt, sich echt ertappt an, ne? Ehrlich. Irgendwie ist es schon. Nein, aber soll ich jetzt lügen? Und nein, ist ja auch richtig, ja, ja. Ich war halt da. Ist okay. Gut, was haben die anderen Jungs gemacht? Also ich weiß, Pharos war bei mir. Ich bin dir hinterhergelaufen, Pat. Du bist mir hinterhergelaufen? Ja noch, ich bin ja extra nochmal kurz bei Admin hochgegangen, um zu checken, ob du okay. halt irgendwen gekillt hast, und, als die Lights ausgegangen sind. Und Deox Freed? Was habt ihr gemacht? Ich war in Storage. Ich habe erst einen Admin halt Kabel gemacht und dann habe ich einen Admin noch Upload gemacht. Und dann bin ich, ich habe dich beim Kabel machen sehen, hast kann du das auch, sein, genau. In Storage. Ja. Genau. Dann bin ich halt mit Pharos, den habe ich dann auf dem Weg getroffen, sind wir dann in Electric rein und Lights gefixt. Egal, lass logisch. Uns skippen, ist egal. Nee, aber ich habe eine Frage noch an Deox. Wo ja, kamst bitte. Du denn, oder an die anderen, die im Electrical waren, wo kamen die her? Weil Storage, er könnte auch rausgelaufen sein einfach, Deox. Deox habe ich nicht gesehen. Ich war unten rechts in der Ecke Müll ablassen. Mach am besten mal Auge auf Ding Beat. Okay, Leute, also ich werde jetzt schnell meine Waffe rausholen und unten links, ihr seht, da steht Equip. Wenn ich die Waffe jetzt raushole, kann ich Q drücken, kann ich ihn halt umschießen, ne? Und das werde ich jetzt auch gleich jeden Moment tun. Deswegen, Beats, ich würde sagen, adieu, weg mit dir. Und zack, Beats, bumm. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz nachladen. Also, Ammo einmal. Ihr habt gesehen, jetzt muss ich nachladen. Und ihr seht, die Waffe wird dann auch die ganze Zeit angezeigt. Ich packe sie aber mal weg, damit man jetzt nicht sieht, dass ich der Hitman bin. Das muss jetzt auch nicht unbedingt jeder wissen, so, ne? Könnte man sagen. Oh ja, oh, okay, da wird sabotiert. Ich vermute, dass der zweite Imposter tatsächlich der Deox sein muss. Das ist so meine Vermutung und ich glaube, das kommt auch hin, weil Deox sich so ein bisschen zurückgehalten hat. Aber, naja, das werden wir jetzt gleich erfahren beim Meeting. Also Beats ist relativ safe, würde ich fast sagen. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe Beats umgebracht als Hitman. Hitman bin, das muss jetzt auch nicht unbedingt jeder wissen, so. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der letzte Imposter auf jeden Fall Deox sein muss. Ach. Ja. Es muss Beats gewesen sein, weil sonst wäre die Runde jetzt vorbei. Ach so, doch, ja, stimmt. Ja, doch, doch, die Aussage macht Sinn, weil ja zwei Imposter da wären und zwei Crewmates. Wo lag die Leiche überhaupt? Die Leiche lag bei, wenn man runterläuft. Im Gang zu Admin rein. Deswegen würde ich sagen, von mir aus, also sind wir uns einig, dass es Deox sein muss, oder? Nein, warum? Weil Faro kann ich safen und Friedet kann ich safen. Die haben nichts mit dem Kill zu tun gehabt. Also zumindest als ich in Admin war, war Friedet bei mir mit den Aufgaben. Und Faro hat mit mir in Electrical die Leiche reported. Deswegen können es beide nicht sein. Und du hast mit mir nichts gemacht, also bist du es. Von Medbay, Upper Engine, dann Reactor. Und von da an war schon die Diskussion. Ich war null in Admin, auf dieser Admin-Lacke. Du warst jetzt auch nicht in Admin, weil ich hab in Admin Dings gekillt im den Beats. Ich hab jetzt Hitman Ding gekillt mit meiner Waffe. Hat das jemand gesehen? Wie das hat. Wenn das sagt, dass Hitman ist, dann ist er halt Hitman. Ja, zeig dir mal deine Waffe gleich. Okay, machen wir's so, Leute. Vielleicht bist du ja gar kein Hitman. Natürlich, du siehst jetzt gleich meine Waffe. Skip, ich hau gleich meine Waffe raus. Und wir machen das so. Wir gucken erstmal, wir bleiben im Kreis, Stuhlkreis und dann gucken wir, was passiert. Okay. Oder killt er. Okay, bleib mal entmuted, das wird jetzt lustig. Also, okay. Deox, letzte Worte noch sagen? Warte. Deox, ich muss ihn killen, ey, geh mal weg, Jungs. Nein. Hör zu. Cheese ihn ab, ey, haut um. Oh, nein, wer ist es dann? Ich kann nicht. Kann es nur Pharos sein. Kann nur Freddet sein. Was, ich dachte, der muss es sein, Alter, wollt ihr nicht veräppeln? Wollt ihr die Runde davor noch eine Frage an Pharos stellen? Pharos, wer stand mit dir vorhin bei O2 am Fixen dran? Weil da war eine zweite Person dran gestanden, da bin ich mir 100% sicher, wer war das? Das war Beamo, ich bin dann nach Navigation gegangen. Und Beamo ist tot, so. Digga, das ist jetzt richtig kacke, wisst ihr das? Weil das Problem ist, ich kann euch beide gar nicht zuordnen, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ihr beide safe wart, weil ich glaube... Digga, das Ding ist, es kann Faro gar nicht sein, weil der mit mir, glaube ich, Electrical reingerannt ist. Nein. Ich will locker wieder alle Buch ziehen, wie gerade eben. Pass auf. Ja. Faro und Beamo waren beide dran gestanden am O2-Fixen, ne? Mhm. Wo ich dann rübergegangen bin und Beats reported habe, weil er da tot lag. Ja. Und dann ist aber Beamo jetzt tot. Faro, was spricht nicht für dich? Das spannend machen, okay? Lass uns das spannend machen. Ich entscheide, indem ich euch töte, aber beide skippen, okay? Bitte jetzt nichts machen, weil ich entscheide das gar quasi sowieso, also... Also Faro, keinen töten, ne? Ja, ja. Keinen töten. Ja, jetzt klar. Wie schlecht, Friedrich, hau rein, Alter. Ey! Nein, ey. Ich bin's nicht. Du bist es, natürlich bist es. Ich bin's nicht, nein. Du bist es, schieß doch, ich muss nachladen. Warte. Du bist es.
Den ich kann dich nicht treffen! Ey! Wo ist er hin? Faro, geh in Sicherheit! Geh weg, Faro! Ey, bleib still! Nein! Oh nein, Faro, was wirklich scheiße! Ende, es war so, dass Faro mit mir in Electrical war und dann mit mir so zur Leiche gegangen ist. Das war eine gute Runde, muss man leider sagen. Aber es war nur eine gute Runde, weil ihr beide unlucky bei mir wart. Also, Digga, ich dachte einfach, es wird Dyrox. Ich war mir so safe, Mann. Ich werde jedes Mal rausgewählt.